Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Seit anderthalb Jahren kümmern wir uns in dieser Sendung um das Kostbarste, was Sie haben. Denn die neuesten Untersuchungen sagen, der glücklichste Deutsche ist der, der gesund ist. Und weil uns so viel daran liegt, an Ihrer Gesundheit, machen wir seit anderthalb Jahren Sendung mit Sabine Lienek. Willkommen, Frau Lienek. Das ist ja diese Heilpraktikerin, die wir aufgetan haben, weil sie so wahnsinnige Erfolge auf den unterschiedlichsten Gebieten von Krankheit und Gesundheit hat. Heute beispielsweise haben wir einen Gast eingeladen aus Österreich, Gabriele Haginger. Sie hatte Brustkrebs. Aber wir haben auch schon ganz andere Frauen und Männer hier sitzen gehabt. 50 unterschiedliche Gäste aus ganz Deutschland und Europa haben wir eingeladen, um davon zu erzählen, was Ihnen bei Ihnen, Frau Lienek, passiert ist. Wir haben mit über 200 Leuten geredet und gesagt, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein. Weil wir können uns Ihren Erfolg so wenig erklären. Wir sehen ihn eben immer nur hier sitzen. Ja. Frau Haginger, schön, dass Sie hier sitzen können und Sie strahlen. Vor einigen Monaten haben Sie weniger gestrahlt, denn da hat Ihnen irgendein Arzt mit Recht gesagt, dass Sie schwer erkrankt sind. Ja. An was? Sie kommen aus Innsbruck, muss ich vielleicht noch sagen. Ja. Arbeiten bei der Bahn, das darf ich auch noch verraten. Ja. Und das Alter verrät man bei Frauen nie. Ja. Aber was hatten Sie? Das ist ja viel, 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 viel schlimmer. Was hat der Arzt gesagt? Einen großen Tumor in der Brust hat man diagnostiziert. Wann war denn das? Im März heurigen Jahres. In diesem Jahr im März, ja. Also vor einem halben Jahr ungefähr. Ja. Und was haben die Ärzte dann, die haben ihn da sicherlich auch gezeigt auf dem Röntgenbild, ja? Ja, auch. Ja. Und was haben die gesagt? Dass nur eine Totaloperation in Frage kommt anhand der Größe des Tumores. Das würde bedeuten, Frauen identifizieren sich, Männer indirekt auch, mit ihren Brüsten sehr, dass ihnen was sehr, sehr, sehr Kostbares genommen werden sollte. Ja, ein Teil der Weiblichkeit. Genau, ein Teil der Weiblichkeit. Ja. Normalerweise hat man auch dann so viel Angst, dass man sagt, Herr Doktor, dann bitte lieber heute als morgen. Also man vertraut sich ja den Ärzten auch an. Wenn es schon so schlimm steht um mich, dann machen sie es. Wo kommt denn Ihr Widerspruch her, sich nicht gleich operieren zu lassen? Ja, nachdem keine Metastasen festgestellt worden sind, war die Angst schon geringer. Mhm. Und meine Eltern sehen ihre Sendung regelmäßig und haben mich zur Frau Lienek eben gebracht. Die gucken immer Fliege-TV? Ja. Und da haben Sie die Frau Lienek offenbar in Fliege-TV gesehen? Ja. Und nun wohnt die Frau Lienek nicht in Innsbruck, sondern die wohnt am anderen Ende von Deutschland, wenn man so will, nämlich an der Ostsee, in Travemünde auch. Ja. Sind Sie dann quer durch Deutschland mit dem Zug gefahren? Ja. Mit großer Hoffnung? Die kannten die Frau doch gar nicht. Ganz am Anfang nicht sehr, muss ich sagen. Und in der Hälfte der ersten Behandlung, dann habe ich Vertrauen geschöpft und dann schon mit Hoffnung. Wir wissen ja mittlerweile, weil wir schon viele Sendungen mit ihr gemacht haben, wie das funktioniert. Erstmal muss man so einen Blutstropfen abgeben, dann guckt sie diesen Blutstropfen ab. Hat sie denn damals, das frage ich Sie direkt, Frau Lienek, haben Sie damals diesen Brustkrebs sehen können in diesem Blutstropfen? Ja, also ich würde erstmal gern was sagen, wie sie zu mir gekommen ist. Also jetzt sitzt sie ja wirklich hier kraftstrotzend. Also sie war wirklich sehr bemitleidenswert. Der nicht Zustand. Operiert, gar nichts gemacht, es ging nur bei Ihnen. Muss Chemo war da nicht auch, waren doch auch schon Behandlungen vor. Also sie war in einem sehr schlechten Zustand. Ihre Eltern haben sie regelrecht gestützt. So. Und sie tat mir auch sehr leid. Ach, und sie ist gar nicht allein durch Deutschland gefahren? Nein, die Eltern, mit den Eltern. Die Eltern waren dabei. Sie kam jetzt allein und ich habe sie kaum wiedererkannt, so im Sportdress und Käppi und habe ich erstmal geguckt, ja, das ist sie. Ja, und dann habe ich das gesehen, auch im Blut. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann war natürlich das im Raum, dass die Brust soll amputiert werden. Und da habe ich gesagt, ich kann natürlich nicht sagen, machen Sie es nicht. Ich habe ihr dann vorgeschlagen, dass wir das erstmal so probieren und vielleicht schaffen wir es. Und hätten wir es nicht geschafft, hätte sie wenigstens gute Voraussetzungen gehabt zur Operation, dass die Leber besser arbeitet, das Blut besser in Schwung ist und ihr Immunsystem besser ist. Also Garantiekarten gibt es bei Ihnen auch nicht? Nein, das kann man nicht. Kann nie Heilung garantieren. Jeder Mensch ist anders. Ja, aber ich habe ihr gesagt, erst mal, ne,
Piano, nicht gleich so schnell, wir können es doch probieren. So. Aber Krebspatienten haben so viel Angst, dass sie sagen, je eher ich was tue, umso besser. Ist das falsch? Es gibt viele, die so denken, kann ich dann auch nichts machen, dann machen sie die Operation, viele kommen dann auch danach oder verlassen sich eben ganz und gar auf die Schulmedizin. Das ist sehr unterschiedlich. Ich kann eben immer nur sagen, wir hätten da Chancen, ne? Ich kann das nicht zu 100% sagen, ich kann aber sagen, so, was wir alles schon so geschafft haben und also ich berate da so ganz wertfrei und der Patient muss dann entscheiden. Und ich habe hier schon, ich habe gesagt, wenn es nach mir gehen würde, ich würde es nicht tun. Also, ne? Also wenn es meine Brust wäre? Nein, ich würde erst alles andere ausprobieren. Ja. Jetzt strahlen Sie so ein bisschen in diese Richtung, sehe ich gerade. Und sie hat gesagt, vor einem halben Jahr waren Sie in einem erbärmlichen Zustand, dass sogar die Eltern mitreisen mussten zur Ostsee. Jetzt sind Sie allein gekommen. Wahrscheinlich sind Sie doch dieses halbe Jahr krankgeschrieben worden oder so bei der österreichischen Bahn, oder? Wie ist ja, das? Natürlich. Ja. Und dann waren Sie im März da, wahrscheinlich eine Woche, oder wie war das da? Im Mai war er erst bei der Frau Linick. Ja. Im März ist das festgestellt worden, im Mai waren Sie bei Frau Linick. Ja. Jetzt waren Sie nochmal da. Warum muss man zweimal kommen, oder wie ist das? Wir wollten jetzt sehen, wie der Erfolg ist. Erstmal interessiert es mich ja auch, was die Ärzte festgestellt haben auch. Und dann, wie das Blut jetzt aussieht nach einiger Zeit. Das setzt sich ja dann so ein bisschen. Und dann ist es auch wichtig, dass man, auch wenn der Krebs weg ist, wenn der Tumor weg ist, dass man immer mal guckt, so alle 3 Monate. Also wir machen das in unserer Praxis schon so, dass wir gerade im ersten Jahr, weil da ist die Gefahr am größten, dass es wiederkommen könnte und dass wir eben dafür sorgen, dass es nicht wiederkommt. Ne? Dass eben alles in Ordnung ist, dass wir sehen, aha, sind da noch irgendwelche Bakterien, wie arbeitet der Darm, wie die Leber. Und dann macht man manchmal 2, 3 Behandlungen und dann ist das wieder gut. Also wir passen da schon ein bisschen auf. Ich frage so komische Fragen. Und dieses Mal sind Sie wirklich alleine dann nach Travemünde gefahren? Ja. Also das sind ja so äußerliche, ganz äußerliche Zeichen, dass es einem schon mal ganz anders geht. Jetzt könnten Sie natürlich hingehen und sagen, das frage ich Sie mal, reizt es Sie, also zu den Universitäten in Innsbruck zu gehen und zu sagen, ihr habt mir doch im März einen Brusttumor diagnostiziert mit Fotos. Haben Sie nicht Lust, das jetzt mal fotografieren zu lassen, ob da noch jemand oder ob da noch was ist? Eigentlich nicht, weil erfahrungsgemäß geben das die Ärzte nicht so gern zu, wenn man auf solchen Weg geheilt wird, auch dann, wenn es der Fall ist. Ach, Sie sagen, lass die ruhig in ihrem merkwürdigen, beschränkten Glauben. Hauptsache, ich lebe. Woran können Sie denn, haben Sie damals diesen Knoten auch ertasten können in Ihrer Brust? Ja, kurz davor schon. Und jetzt tasten Sie da nichts mehr? Die Brust fühlt sich nicht gleich an wie die gesunde, aber ganz anders also. Und gibt es noch so eine Angst, dass da noch was drinstecken könnte? Ja, sicher, der Gedanke ist da, aber der wäre auch nicht weg, wenn ich die Totaloperation gewählt hätte, auch dann kann was irgendwo im Körper wiederkommen. Man sagt ja in der Schulmedizin, egal was du gemacht hast und egal wie erfolgreich das ist, 5 Jahre musst du so damit rechnen. Das ist so ein statistischer Satz, den kennen Sie sicherlich auch. Sodass man 5 Jahre lang achtsam ist und teilweise auch voller Furcht ist und Aufmerksamkeit, ob da sich was tut. Ist es so, ja? Ja, schon. Ich habe auch meine Ernährung sehr umgestellt und achte jetzt wirklich auf das, was man mir empfiehlt, weil das schon sehr viel ausmacht. Aber der Gedanke ist natürlich da, dass wieder mal was sein könnte. Nun fand ich bei Ihnen ganz sympathisch, dass Sie gesagt haben, wir geben keine Garantiekarte, sondern wir sind an der Seite unserer Patienten und Patientinnen. Jeder Patient ist anders. Und vielleicht schafft er es, vielleicht schafft er es so nicht. Wir wissen ja auch nicht genau, warum einer, der aus dem 5. Stock spricht, sich den Hals bricht und der andere nicht. Genau. Also so, jeder Mensch ist eben einfach anders. Was ist denn Ihr allgemeiner Rat? Also erstmal alles Alternative ausprobieren und dann das Chirurgische? Das klang ja gerade so ein bisschen an.
Ja, das ist schwierig. Das ist eben auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Chirurgisch bin ich auch nicht immer unbedingt dafür, denn wenn man schneidet, dann streut ja der Krebs häufig. Ne? Das ist eben das auch hat immer der Hacketal so damals schon gesagt, dass man da aufpassen muss. Ja. Gut, wenn es nicht anders geht, wenn man alles probiert und es geht nicht weg und man sieht, ich sehe im Dunkelfeld auch, sind noch Tumorzellen, sieht das Areal gut aus, dann kann man das machen, natürlich. Aber vorher bin ich da auch immer vorsichtig und gebe den Patienten auch Mittel, damit eben sich möglichst keine Metastasen bilden. Da müssen wir vielleicht noch ein aufklärendes Wort zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagen. Diese Dunkelfelddiagnostik, über die wir gleich noch ein bisschen intensiver reden sollten, die ist sozusagen das Diagnostische. Instrument. Ja. Und wenn Sie die Diagnose haben, also da gibt es einen Brustkrebs, völlig klar, da gibt es auch Röntgenaufnahmen von, aber da gibt es eben auch Dunkelfeldaufnahmen von, dann kommt ja das Therapeutische. Das heißt, was tun wir nun, Frau Lineck? Und dann sagen Sie, ja, du brauchst mehr Sauerstoff im Blut, wenn ich mich hier erinnere. Und deswegen gibt es so eine Sauerstofftherapie bei Ihnen. Und dann geben Sie noch verschiedene Mittelchen, so als Injektion für die verschiedenen Organe. Ja, aber auch um Thromben aufzulösen, um Bakterien zu töten, um Viren wegzumachen, also um dieses ganze Terrain wieder in Ordnung zu bringen. Weil meine Auffassung ist mittlerweile, dass Krebs durch Sauerstoffmangel eben auch entsteht. Ich sehe immer um die Herde, um die Tumore, dass kleine Gefäße zu sind, Arterien oder Venen. Und diese Zellen können einfach nicht mehr atmen. Die kommen in die Gärung und durch Gärung entstehen Gewächse. So, und diesen Prozess, den drehen wir wieder um. Und damit haben wir wirklich viel Erfolg. Frau Haginger, Sie werden noch mal dahin fahren müssen in einem halben Jahr oder so? Oder wenn es. Ja? Nee, schon früher. Ja, jetzt ist es Herbst. Ja. Wann wollen Sie denn noch mal dahin? Im Jänner voraussichtlich. Im Jänner, also im Januar. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem tapferen Weg, Ihnen und aber auch die Eltern, die mitgebankt und mit Hoffnung gespendet haben, alles Gute und Gottes Segen. Wir machen eine kleine Pause, meine Damen und Herren. Und dann, liebe Freundin, reden wir mal intensiver, wie das ist mit Dunkelfelddiagnostik. Und das klingt ja auch bei den Krebsärzten und bei den Heilärzten Bad Wörishofen. Die reden mittlerweile alle von Dunkelfeld. Aha. Was steckt dahinter? Was ist das für eine Entdeckung, die dieser Enderlein mal damals gemacht hat? Und wieso gibt es einen so gewaltigen Siegeszug dieser diagnostischen Methode Dunkelfeldtherapie? Bis gleich. Schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen und Herren. Seit anderthalb Jahren machen wir Sendungen mit Sabine Lineck, der Heilpraktikerin aus der Lüneburger Heide und vom Ostseestrand von Travemünde. Die heilt oder diagnostiziert mit einer merkwürdigen Methode, die immer mehr um sich greift, Dunkelfelddiagnostik. Und einen Fachmann dafür habe ich eingeladen, Karl-Heinz Wickert. Herzlich willkommen. Sie haben sozusagen in den letzten Jahren bei all den Dunkelfelddiagnostikern über die Schulter geschaut. Ja. Sie haben Ahnung von dem Erfinder, nämlich Enderlein, der hat ja sozusagen mit Fliegenbeinen angefangen. Ja. Das waren ja Insektenforscher. Richtig, damit. Genau. Was ist das genau, Dunkelfelddiagnostik? Warum ist das so ein Siegeszug? Und gerade haben Sie noch gesagt, sogar Kennedy ist von diesem Enderlein in London per Dunkelfelddiagnostik im Sinne von diagnostiziert oder geheilt worden. Wer ist Enderlein? Was ist Dunkelfelddiagnostik? Und warum fanden Sie das, als Sie Frau Lineck zum ersten Mal kennengelernt haben, was die macht, sogar etwas esoterisch verrückt? Also eine Menge Stoff. Also esoterisch würde ich sagen, ich habe das mehr spirituell gesagt, weil ich finde das sehr wichtig. Das ist ein Unterschied dabei. Es ist eigentlich so, Professor Enderlein, der von Haus aus ja Zoologe war, der sich im Ersten Weltkrieg mit Fleckvieh beschäftigt hat, ist dann auf diese Methode gekommen, hat das über einen Franzosen, Béchamp hat zu der Zeit gelebt, der hatte das übernommen von ihm. Und hat das dann weiterentwickelt. Das Besondere nämlich ist, ein Blutstropfen, der abgenommen wird. Und da ein Mikroskop zu haben. Genau, und der wird speziell einem Dunkelfeldmikroskop. Das unterscheidet sich von einem Hellfeld dadurch, dass wir sozusagen, ich sag mal ein bestes Beispiel, wenn wir jetzt hier im Studio sitzen und wir haben sehr starken Lichtstrahl, dann sehen wir die Staubpartikelchen in diesem Lichtstrahl. Ja. Und genau das ist das, was wir im Dunkelfeld machen. Wir sehen sozusagen in das Blut hinein und können dadurch eine andere Ebene erkennen. Kann ich auch sagen, normales Licht kommt von oben. Genau. Kann ich so sagen, da siehst du die Oberfläche. Und nur mal als Beispiel. Und wenn ich so ein Dunkelfeld, wenn ich das von unten beleuchten lassen würde, dann sehe ich bei demselben Bild was für völlig anderes. Genau, so ungefähr das Gleiche, dass wir den Sternhimmel, der ja Tag auch da ist, nur abends im Dunkeln sehen können. Genau dieser Effekt ist dabei. Und das ist der Grund, warum man sich in der Medizin nicht beschäftigt hat, weil man eigentlich Dunkelfeld eigentlich nur für Spirochetenentwicklungen machte sozusagen,
Bei Syphilis hat man das untersucht, aber sonst hat man sich mit der Thematik nicht beschäftigt. Mhm. Und deshalb sagt man auch, im Blut ist alles steril, ist nicht zu sehen. Ich meine, wir wissen heute durch Untersuchungen, dass nicht der Fall ist. Mhm. Und das Besondere ist an dieser Enderlein-Methode, dass man da den Ist-Zustand beim Patienten sehen kann. Man kann ja genau sehen, wie das Blut gerade aussieht bei dem, wo man es abgenommen hat. Weil das Blut unter diesem Objektträger lebt, das ist abgedeckt sozusagen. Mhm. Und man beobachtet das also so lange, bis es sich eintrocknet, bis es zerfällt. Mhm. Und dadurch kann man Entwicklungsstrukturen sehen. Mhm. Die laufen natürlich in dieser Situation etwas langsamer ab, weil wir haben im Körper 37 Grad und ich habe das mal gemessen, auf dem Objektträger haben wir ungefähr 18 Grad. Das heißt, es dauert eine Zeit, bis das System sich wieder daran gewöhnt. Mhm. Das Blut ist ja homogen und lebt ja auch darunter. Machen mittlerweile, habe ich gerade erzählt, sogar die Badeärzte in Bad Wörishofen benutzen diese Methode und viele anderen auch. Oh. Jetzt macht sie aber einen wahnsinnigen Schritt, Erfolgsschritt muss man ja wirklich sagen, dass sie diese Methode zwar anwendet, aber behauptet oder mehr oder minder belegt, in so einem kleinen Blutstropfen könnte sie die Beschaffenheit aller Organe des Menschen drin sehen. Mhm. Und wie ich das richtig verstanden habe, Frau Linick, an einer Stelle des Blutes sagen Sie, da ist immer die Leber, an der anderen ist immer, da sage ich, ja, das kann doch gar nicht stimmen. Wenn du jetzt von der anderen Seite drehst den ganzen Objektträger um, dann muss doch, wo vorhin oben der Kopf war, da sind doch jetzt die Füße. Mhm. Aber da hat sie mich angelacht. was macht die da? Also wie seriös ist das? Ja, muss ich das vorstellen, erstmal wie ein Hologramm, würde ich sagen. Was ist denn ein Hologramm? Hologramm ist auch sozusagen, ob sich so oder so drehen. Man hat immer, das System bleibt immer gleich. Vielleicht will ich kurz ausholen, vielleicht, ich habe Frau Linek kennengelernt vor 4 Jahren auf einer italienischen Therapiewoche und da ist eine Teilnehmerin, der ist schlecht geworden, die ist also umgefallen. Ja. Wir haben den gleichen Tropfen Blut danach abgenommen und wir haben beide durch das Mikroskop geschaut und Frau Linek hatte dann auf einmal gesagt, also da ist das und so weiter. Also sie hatte Organe gesehen, hatte Veränderungen gesehen. Ja. Ich konnte mir das im Moment nicht so vorstellen, habe dann auch noch mit dieser Teilnehmerin 2-3 Tage später gesprochen. Ich sage, haben Sie schon mit Frau Linick vorher gesprochen? Ich habe die überhaupt nur hier im Kursus kennengelernt, mit ihr kein Wort geredet. Das hat mich natürlich sehr fasziniert. Und in diesem Jahr war Frau Linick wieder in Italien und da haben wir ein bisschen mehr darüber gesprochen. Und ich war damals auch schon sehr neugierig über diese Methode. Mhm. Und sie hat mich dann eingeladen und ich bin dann nach Travemünde gekommen mit meiner Lebenspartnerin, die auch Heilpraktikerin ist. Mhm. Und da habe ich ihr nichts erzählt und wir haben das Blut von ihr angeschaut und das muss ich sagen, es hat mich sehr fasziniert. Meine Lebenspartnerin hatte im letzten Jahr einen schweren Unfall, ist die Treppe runtergestürzt, hatte dadurch eine schwere Kopfverletzung und 6 Rippen gebrochen. Und Frau Linek konnte in dem Blut wirklich sagen, da ist im Kopfbereich ein großer Knochen, der verletzt ist und das kann man nirgendwo sehen. Es war nämlich das Felsenbein 3-mal gebrochen, ein ganz schwerer Bruch, der da war. Und sie konnte auch die 6 Rippenbrüche sehen, wir haben das auch fotografiert. Das hat mich natürlich dermaßen fasziniert, also dass ich dann gesagt habe, okay, dann müssen wir das mal etwas anders sehen. Und mir ist dann auch aufgefallen, glaube ich, wenn man irgendwas sich anschaut und man mehr darüber weiß, dann achtet man mehr darauf und dann sieht man auch mehr. Ich will versuchen, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Brücken zu schlagen. Also, da ist ein Blutstropfen. Der Blutstropfen ist unter dem Mikroskop. Jeder Blutstropfen ist sicherlich anders. Also der trocknet anders, etc., etc. Nun sagen Sie, wenn du dir aber 1000 Blutstropfen mal angesehen hast, da wirst du in 1000 Blutstropfen, und so viel habe ich gesehen, vielleicht 10.000, da siehst du auch immer Ähnlichkeiten. Mhm. Und wenn man das unterscheidet, langsam lernt, dann sieht man auf einmal, Achtung, so ein Blutstropfen, da bewegt sich ja auch was drin. Was bewegt sich da? Warum ist das bei den kranken Menschen an der Stelle immer gleich und bei dem Gesunden immer da gleich? Das heißt, was Sie gemacht haben, ist, Blutstropfen angucken, immer mehr learning by doing. Ja, richtig. Und Erfahrungen sammeln. Mhm. Und immer wenn sozusagen der Blutstropfen da eher anfängt zu trocknen, bitte seien Sie mal nett mit mir, dass ich das so vergleiche, dann wissen Sie, Achtung, da ist was Gleiches eventuell krank oder gesund von diesen Menschen. Mhm. Also sind Sie denn diese Entdeckerin dieses Systems, dass in einem Blutstropfen der gesamte Mensch mit seinen Krankheiten aktuell sich abbilden lässt? Ja. Einfach aus Erfahrung. Ja, ich bin ja ausgelacht worden dafür am Anfang. Wie verrückt. Also ich habe ja gegen alle Windmühlen gekämpft. Die haben alle gesagt, ich bin verrückt, das kann nicht sein. Alle Dunkelfeldtherapeuten haben gesagt, die Linek, die hat einen Knall. Man kann da keinen Menschen sehen, man kann keine Organe sehen, man kann keine Venen und Arterien sehen, man kann auch keine Staphylokokken sehen. Man das kann sagen keine sie bis Rippen heute. Sehen. Mhm. Können wir auch noch mal drüber reden, über die Staphylokokken und man kann keine Rippen sehen, aber man kann. Das sind Bakterien, die meistens auch in Krankhauskeimen und so weiter vorkommen. Ach, da haben wir ja mal Sendungen gehabt, von wegen, dass Leute,
diesen Krankheimer, wo fast 20.000 Tote, das muss man sich mal vorstellen, wir haben ein System, wo jedes Jahr 20.000 Tote produziert wird im Krankenhaus. Gehst im Krankenhaus, kannst du zu den 20.000 Leuten, die sich erst da anstecken. Ja. Und Sie können das sehen, ja? Und Sie können auch was dagegen machen. Ja, Staphylokokken. Ich habe ihm dann gesagt, ich sehe da Staphylokokken. Und dann hat Herr Wickert gesagt, die sind so klein, die könnte ich da eigentlich gar nicht sehen. Aber ich war, aus Erfahrung war das wieder. Staphylococcus aureus. Staphylococcus heißt ja auf dem Haufen geworfenes Bakterium. Das waren so runde Bälle. Ich dachte, das könnte das doch sein. Eben aus Erfahrung. Dann habe ich das Mittel dagegen eingesetzt, dann waren die Dinger weg. Also war ich mir schon ziemlich sicher, dass die das waren. Und er hat das jetzt mal näher untersucht. Genau. Das kann Herr Wickert jetzt noch mal erzählen. Sie sind sozusagen der Mensch, der von der Dunkelfelddiagnostik schulmäßig herkommt. Ja. Dann treffen Sie auf diese merkwürdige Frau. Wie gesagt, seit anderthalb Jahren finden wir auch von einer Merkwürdigkeit, von einem Wunder stolpern wir ins nächste. Es sind ja nicht nur Krebspatienten hier gewesen, sondern merkwürdigste Geschichten haben wir gehört. Und jetzt wollen wir das versuchen mal einzuordnen, zu verstehen. Ja, ich würde sagen, es ist eine Erweiterung sozusagen des Dunkelfelds. Dunkelfelddiagnostik macht Frau Linek ja genauso, aber sie hat eine Erweiterung. Sie hat also, sagen wir mal, neue Sachen dazu entdeckt, würde ich das sagen. Und auch bei den Staphylokokken war es so, Staphylokokken haben, sage ich mal, eine Größe von 2 bis 3 Mikro. Also sie sind sehr klein, auch im Blut zu sehen, weil wir arbeiten ja mit einer 1000-fachen Vergrößerung bei dem Blutbild. Und das waren aber jetzt so große Formen, die man sehen konnte. Und das Besondere war daran, dass ich mir das nicht erklären konnte, weil die ja nur so klein sind. Und wir haben durch einen Zufall sozusagen meiner Lebenspartnerin vor einer Woche sozusagen entdeckt, dass diese Kugelform aufgeplatzt ist und dass daraus diese kleinen entstanden sind, die sozusagen da drin waren. Die waren verkapselt und die konnte man sehen. Wir haben es auch mal fotografiert, wir werden es Ihnen auch mal zuschicken, damit man es sehen kann. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert, weil viele Patienten, die auch bei meiner Lebenspartnerpraxis kommen, auch schon die Diagnose haben, dass sie Staphylokokken haben. Also auch schulmedizinisch nachgewiesen. Das ist ja bei Ihnen, Frau Linek, auch, dass viele Leute kommen. Genau. Und dass man da dadurch eine ganz tolle Möglichkeit hat, dass man das erkennen kann und dann auch behandeln kann. Ne? Jetzt sind Sie so angetan davon, nicht nur wegen der Lebenspartnerin, sondern wegen den 6 Rippen und all das, was Sie so gesehen haben, dass Sie sagen, also das reicht nicht, dass sie das in der Lüneburger Heide macht, das reicht nicht, dass das in Travemünde jemand weiß, sondern da müssen wir europaweit jetzt trommeln. Ja, genau. Da müssen Sie doch was gegen haben. Das heißt, das, was Sie entdeckt haben, will der jetzt nun europaweit betrommeln. Nein. Das heißt, demnächst weiß jeder, wie es geht. Na, jeder ja nicht. Also, dass die Ausbildungen werden für Ärzte angeboten und für Heilpraktiker natürlich. Aber die müssen das dann schon gut können. Das wird jetzt nicht so sein, denn das ist einfach zu gefährlich, das jedem jetzt zu geben, weil es wird ja auch gespritzt. Ja, aber die Frau Heigen hat vorhin gesagt, sie geht nicht einmal zurück nach Innsbruck und sagt ihren Krebsärzten, hallo, schaut mal, ich bin gesund. Ja. Weil bei den Ärzten haben sie ja Angst, haben sie mir ja vorhin gesagt, stoßen sie ja auf eine große Skepsis. Ja. Also dann würden sie doch auch auf die Skepsis stoßen. Bei Schulmedizin sagen, hallo, einen Tropfen Blut musst du dir nur ansehen und du weißt, was dein Patient hat. Ja, aber es gibt ja sozusagen... Weg mit diesen ganzen großen Geräten. Ja, man muss ja so sagen, wer heilt, hat recht, sage ich mal in dieser Richtung. Ja. Und ich finde es schön, dass Frau Linek bereit ist, sozusagen das vielen Therapeuten weiterzugeben, weil ich finde, dafür können wir vielen Menschen wieder weiterhelfen. Und das ist ja auch ihr Ziel, was sie eigentlich möchte. Und ich meine... Irgendwann wird es ja bei ihr auch so viel, dass es gar nicht mehr möglich ist. Und deshalb ist es sehr schön, wenn man früh genug, dass man das dann aufbaut. Und da möchte ich Sie gerne unterstützen. Und ich habe solche Konzepte schon entwickelt, die wir sozusagen auch im nächsten vorführen werden, um dann vielen Therapeuten die Möglichkeit zu geben, in dieses System einzusteigen. Aber sie müssen natürlich auch nach den Richtlinien arbeiten, wie es dort gemacht wird, damit auch der gleiche Erfolg da sein kann. Also ich finde auch... Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Wenn man als Pfarrer anfängt oder als Sozialpädagoge, dann arbeitest du mit Kindern oder mit Jugendlichen oder. Wenn man das 10 Jahre gemacht hat, dann wird man langsam zum Meister. Dann hat es keinen Zweck mehr, dass du dir kurze Hosen anziehst und mit denen ein Zeltlager machst. Da musst du Leute ausbilden, die das machen. Ja. Und wenn sie langsam so eine Art Meisterin geworden sind in der Dunkelfelddiagnostik und sehen, dann hat man nicht mehr nur die Aufgabe, sich um die Frau Hagginger zu kümmern und all die anderen, sondern man hat eine Verpflichtung. Mhm. Nämlich der Meister muss auch als Meister arbeiten. Ja. Das heißt, er muss in der Ausbildung aktiv werden, damit das, was er herausgefunden hat, sich endlich verbreitern kann. Genau. Und ein paar 100 Millionen Leute in Europa, da müssen Sie keine Sorge haben, dass das Geschäft leidet. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Ja. Was sind die nächsten Pläne zwischen Ihnen beiden? Ja, wir werden jetzt das Konzept sozusagen im November in Berlin vorstellen. Ja. Dort ist da ein Kongress, der stattfindet. Ja.
und dann fürs neue Jahr sozusagen die Ausbildung dafür, für die Therapeuten, die sich dafür interessieren. Ja. Und müssen Sie noch eine Woche Platz lassen, da kommt nämlich Sie zu Frau Lineck nach Travemünde, hat sie nämlich gesagt, im Jänner nächsten Jahr. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank, viel Glück und vielen Dank, dass Sie sozusagen Ihre Lebensaufgabe gefunden haben und powern ohne Ende. Ja. Passen Sie gut auf sich auf.